Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch einen einfachen Weg, wie ihr den Cache für den Microsoft Flight Simulator sowie euren Nvidia Treiber bereinigen könnt. Eine Methode, die die Performance spürbar verbessern kann, und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Los geht's! Willkommen zurück, meine Freunde. In vorherigen Videos habe ich bereits über die Bedeutung des Shader Caches gesprochen und erklärt, wie wichtig es ist, ihn regelmäßig zu löschen, um Mikroruckler zu reduzieren. Früher musste man mehrere Schritte durchlaufen, durch verschiedene Ordner sich kämpfen, um den Cache manuell zu leeren, was wirklich aufwendig war. Doch jetzt gibt es eine praktische Lösung, die diesen Prozess deutlich vereinfacht. Und zwar hat ein Entwickler namens Mattes auf FlightSimTO eine Batch-Datei erstellt, die automatisch den Shader-Cache für Nvidia und den Microsoft Flight Simulator löscht. Diese Batch-Datei funktioniert sowohl mit dem Microsoft Store als auch der Steam-Version vom Simulator. Ich habe den Link dazu unten in die Beschreibung eingefügt und ich würde sagen, lasst uns das jetzt gemeinsam mal durchgehen. Zuerst ladet ihr die Batch-Datei natürlich herunter auf FlightSim.to und entpackt diese auf euren Desktop. Ich empfehle den Ordner, ich habe das hier schon einmal gemacht, den Ordner Cache Delete zu nennen, damit ihr ihn einfacher wiederfindet auf eurem Desktop. Wenn ihr diesen Ordner öffnet, dann befinden sich dort zwei Ordner und eine README-Datei drin. In der README-Datei ist natürlich die Anleitung von der Batch-Datei, wie man diese auszuführen hat, drin. Die könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Einmal für Nvidia-Karten und einmal für AMD-Karten haben wir hier dann noch die zwei Ordner hinterlegt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe das mit euch ganz kurz durch und ich habe eine Nvidia-GPU, deswegen gehe ich in den Nvidia-Ordner. Und hier habt ihr jetzt nun die Möglichkeit, zwischen der Steam-Version und der Store-Version auszuwählen. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Simulator laufen habt. Ich habe den Simulator auf der Steam-Version laufen, deswegen öffne ich jetzt diese Datei. Es ist wichtig, dass die Batch-Datei als Administrator auszuführen ist, da sie sonst keinen Zugriff auf alle benötigten Verzeichnisse hat. Ich zeige euch, wie das geht und erkläre kurz auch, was die Datei dann löscht. Ihr geht hier einmal mit Rechtsklick drauf und macht dann einmal als Administrator ausführen. Ihr bestätigt das Ganze einmal in dem Feld und dann kommt ihr hier in dieser Batch-Datei. Hier steht jetzt auch drin, press any key to begin cache removal. Ich drücke jetzt einfach irgendeine Taste, damit er mit dem Löschen der Cache-Dateien beginnt. Und das ist jetzt hier alles Echtzeit. Ich habe hier nichts beschleunigt. Und wie ihr seht, löscht er den GL-Cache, den DX-Cache, den Maps-Cache und den D3DS-Cache und den Prefetch-Cache. Ich empfehle euch nicht, den Scenery Index zu löschen. Das könnte zu Problemen mit euren Einstellungen im Simulator kommen. Ich wähle hier deswegen N aus und bestätige das, dass ich das nicht machen möchte, mit Enter. Und schon sind eure Cache-Dateien gelöscht. Alle Daten sind gelöscht, die ihr sonst mühselig löschen musstet und suchen musstet in euren Tiefen der Festplatte. Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, wann muss ich denn meine Cache-Daten löschen? Ich empfehle immer, am besten nach jedem Update vom Flugsimulator, da es sonst zu Konflikten zwischen alten und neuen Shader-Cache-Daten kommen könnte. Auch wenn ihr Mikroruckler oder Leistungseinbrüche bemerkt während des Spiels, dann empfehle ich auch immer mal den Cache Ordner zu löschen. Ja? Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Falls ihr neu hier seid, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und gebt dem Video einen Daumen in nördliche Richtung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Patrick.